Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Wir sind in einem neuen Gefängnis, hier auf der PC-Version und wir werden das jetzt gemeinsam zocken. Ihr seht schon, die Insassen haben Will bekommen, wir haben 19 Insassen, aber wir haben mehr Wärter. Das heißt, wir haben die Auslosung einfach fortgeführt vom letzten Samstag und es sind welche dazugekommen. Hier haben wir jetzt, das mit der Maus, 2, 4, 6, das waren die letzten, die wir beim letzten Mal ausgewählt haben. 4 Stück sind dazugekommen. Das ist zum einen der Nugget. Dann haben wir Bugsy, Noah Herz und Queen Bianca. Herzlichen Glückwunsch an euch 4. Wir starten in ein Gefängnis, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es aussieht, was da passiert. Es ist komplett blind. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Ich werde nochmal kurz den Chat aktivieren und meine Cam kurz ausmachen. Jedes Mal in der Folgenpause mache ich meine Cam wieder an. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Welcome to Fox River Penny irgendwas. So heißt das Ganze. Das ist das Gefängnis, in dem wir jetzt hier drin sind. Das heißt, wenn ihr es auch spielen wollt, gebt einfach das hier bei Steam im Workshop ein. Over here at Fox River, bad behavior has, hast du nicht gesehen, do things und so weiter, will be required, bla bla. Okay, gute Sachen werden auf jeden Fall belohnt und das nicht gesehen. Wir spielen mit Maus und Tastatur, das ist für mich komplett neu. Aber es funktioniert eigentlich einigermaßen ganz gut. Taschenlampe, mal gucken, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Das sieht ja komisch aus. Okay, wir spielen natürlich auf Englisch. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwie... Weiß nicht. Eigentlich muss man das doch auf Deutsch stellen können. Ah, egal. Kriegen wir vielleicht beim nächsten Mal hin. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich gedacht, auch auf der Xbox machen wir auf Deutsch und auf dem PC nur auf Englisch. Aber wir kennen ja das Spiel, weil wir wissen, wie man ausbricht. In der ersten Folge geht es wie immer nur darum, um zu gucken, wie wir ausbrechen können. So, da gehen sie alle los. Ich muss sagen, die Engine auf dem PC ist schon ein bisschen schlecht. Also nahezu scheiße. Mein Charakter heißt Zero, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe es geändert. Hier geht es also zum Essen, ja. Da geht es zum Training über eine grüne Fläche. Hier geht es in die Küche? Hä? Was ist denn das hier? So komme ich da nicht lang. Wie kletter ich? Das ist eine gute Frage, Zero. Wie klettert man? Ja, ist ja gut. Ich gehe zurück. Ja, ich bin schon da. 29%. Ha. Genau, da kommt man nicht hin. So, okay, Arbeitszeit. Höchstwahrscheinlich arbeite ich. Ich weiß es nicht. Gucken uns hier aber erstmal um. Was ist das da? Ach, man muss hier drin sauber machen, ja? Oh, okay. Seltsame Musik. Soll ich hier nur ausbrechen? Also da hinten ist noch eine Mauer. Ich bin Tango? Ja. Egal, dann bin ich Tango. Passiert. Hier sind die Arbeitsstellen. Hier sind jeweils überall diese Sensoren verteilt. Heiß ich diesmal halt Tango. Ist ja auch egal. Was ist das denn? Ein Schatz ist da versteckt. Da ist noch ein Schatz versteckt. Wie cool. Und das die Duschen? Das hier sind die Duschen. Ich hoffe, das sind Schätze. Prisoner Stash. Einzelhaft, Freunde. Hier ist Einzelhaft. Kamera. Das Schwierige an der ganzen Nummer ist hier. Erstens die Steuerung. Was ist das für ein grelles Licht? Und zweitens... Hallo Visitor. Habe ich es vergessen. Ich habe das zweite vergessen. Egal, hier haben wir einen Generator. Ach, guck mal. Tower Guard. Da schon steckt einer von euch drin. Naja, Momo, das Problem ist bei den ganzen Gefängnissen, die die Community gebaut hat, es ist alles natürlich ziemlich einfach gehalten und die PC-Version ist auch ziemlich grafisch einfacher gehalten als die Xbox-Version. Also wir kommen hier auf jeden Fall ins Äußere hin.
Und die Frage ist, wieso können wir uns nicht einfach durch die Mauer bohren? Okay, das Gefängnis ist recht einfach gehalten, wie ich sehe. Komisch ist nur, dass... Ja, dass die Dusche zum Ausgang führt. Stimmt, das zweite war, ich kenne die Steuerung nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wie man auf Dinge raufklettert. Naja. Aber zumindest finde ich mich jedes Mal wieder, weil ich mit der Maus darauf fahren kann. Es ist schon mal ein Anfang, Freunde. Es ist schon mal ein Anfang. Könnte schlimmer sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass das Gefängnis nicht so das Schwerste sein könnte. Zu Hause habe ich also nichts. Achso, wie... Hä? Wie bin ich denn gerade drauf gekommen? Achso, ich gehe an den Tisch heran und drück nochmal auf. Ja, ist ja gut. Die kontrollieren mich. Beklaue ich erstmal Rosso, Alter. Was ist denn los? Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem ganzen Stuff, den wir hier finden? Erstmal brauchen wir einen Plan. Erstmal brauchen wir einen Plan. Toby Crowboy. Okay, die haben andere Sachen in den Tischen drin. Oh, da kommt gerade einer rein. Ich hab nichts gemacht. Shit. Ja, ich heiße Tango. Weiß. Also sehr einfach gehalten. Sehr, sehr einfach gehalten. Und vor allem die Wärter kommen hier mal rein. Warum tut ihr das? Aiden! Finest, was soll der Scheiß? Okay, ich kann die Leute nicht einfach so beklauen. Aber ich kann es versuchen. Wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Gott, ich muss mich hier erstmal auskennen. Hier ist ja die Trainingshalle, ne? Ich kann hier Stärke trainieren? Weißt du nur nicht wie? Mit der Maus offensichtlich nicht. Ah! Mit der Tastatur. So trainieren wir also Stärke. Kann ich irgendwie auf mein Profil schauen? Wie komme ich? Ah! Wenn ich die Leertaste drücke, kann ich jemanden verprügeln. Ich verstehe. Gott, ist das so. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Boah. So, wie komme ich das im Menü? Achso, da. Oh, fire. Stärke. Speed. Tango. Ja. Hier haben wir unser Journal. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen drin. Folie zweimal? Früher hat man nur eine Folie gebraucht. Aber die ganzen Crafting-Rezepte haben sich einfach geändert. Warum? Naja, okay, gut. Wir kriegen das irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Vor allem, wir schnappen uns überhaupt gar kein Tablett mehr, ne? Ups. Habt ihr das gesehen, dass ich hier rüberklettern wollte? So können die da rein, aber ich nicht. Okay, die werden da auf jeden Fall, wir werden hier auf jeden Fall untersucht. Ich glaube, da ist, sollte eigentlich eine Mauer hin, aber die Grafik hat nicht mehr gereicht. Oder es gab keine Grafik. Halt wohl, doch, gibt's. Ach, da ist jetzt plötzlich eine Tür. Das ist eine Tür! Ach so! Ja, dann sagt das doch einer. Komm, trainieren wir ein bisschen stärker. Oh, wer liegt denn da? Will ich es mir einfach klauen? Na! Ah! Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Lauf einfach schnell nach Hause und liefer das ab. Der altbekannte Plan. Außer ich bleib irgendwo stecken, scheiße. Geh doch in dein Zimmer! Das war nicht mein Zimmer. Okay. Die Engine ist hier ein bisschen komisch. Was zum Teufel?
Der Raum ist seltsam. Das ist ein haltbarer Tank. Ah, davon hatten wir ja letztens gesprochen, ne? Stimmt, Brick Bronx hatten wir ja letztens erst. Ich bin doch hier. Dreht nicht durch. Ich will da rein. Und ich werde da reingehen. Okay, Freunde, erste Amtshandlung. Schaufel bauen und hier rein. Oh Gott, funktionieren unsere alten Taktiken noch? Weiß es gar nicht. Ich hoffe, unsere alten Taktiken funktionieren. Oh, nice. Ach, Herr Rosa schon wieder. Ah, Schokoriegel. Schokoriegel kannst du mal behalten, Alter. Okay, was ist eigentlich mit Quests? Okay, Banana Face. Enttäusch mich nicht. Was soll ich denn damit anfangen? Komm, gib mal her, da kann ich eine Mauer draus bauen. Bist du Zahnpasta? War das Zahnpasta? Kleber war das. Ich brauch Kleber, ne? Bitte nicht kontrollieren. Du hast Dreck? Okay. Oh Gott. Stachypanzer hat erstmal Dreck in seinem Büro, wollte ich gerade sagen. In seinem Schreibtisch. Superkleber. Gucken wir mal, ob das wenigstens funktioniert. Crafting. Was steht da? Achso, ich brauche einen mehr Intelligenz. Ach, das war nur ein Klopapier, stimmt. Wo trainieren wir denn Intelligenz? Ist mal ehrlich. Habe ich doch gar nicht gesehen. Soll ich hier als Idiot durchkommen? Ist es das, was der Hersteller will? Dass man als Idiot hier ausbricht? Ach du Scheiße, dann brechen wir ja nie aus. Wo ist die Bibliothek? Herr Rosso? Nein, Carina. Ach, Carina. Ladies schlagen sich doch nicht. Oh! Vielen Dank. So, ich brauche auf jeden Fall so einen illegalen Beutel. Oh Gott, das ist ja gar nicht mein Zuhause. Ich muss dran denken, dass in der Mitte mein Zuhause ist. So. Kann ich meinen Tisch irgendwie hochheben? Ja. Ich will meinen Tisch wieder loslassen. Dankeschön. Nur damit ich weiß, wo ich wohne. Okay, wir müssen die Bücherei finden. Was bist du denn? Da stand sie, ne? Oh, Computer. Perfekt. Internet. Dann lernen wir mal ein bisschen. Geht ein bisschen schneller als in den anderen Spielen, ne? So, erstmal unsere Energie hier verbrauchen. Wenn wir das unendlich durchziehen, verbrauchen wir keine Energie dadurch? Nö, wir verbrauchen ja keine Energie dadurch. Bitte was? Die haben mich eingesperrt. Warum? Wir sind verloren. Die haben mich eingesperrt. Das ist nicht wie in der Xbox-Version, wo die Türen aufgehen. Ich bin verloren. Wird dunkel um mich herum. Ich lerne noch ein bisschen Intelligenz. Ja, ich kann nichts machen, ich komme hier nicht raus. Was soll ich machen? Ich trainiere Intelligenz, komm. Wie intelligent bin ich schon? Ah, 42. Naja, noch habe ich nichts zu verlieren, muss man dazu sagen. Wenn ich in Einzelhaft lande, dann ist das halt so. Oh Mann. Mein erster Tag. Ich glaube, die Jungs kommen, um mich zu holen. Also wenn sie hier nicht nachsehen, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Achso, 100%. Ah, okay. Hier ist es genau andersrum. Bin zu sehr erschöpft, ja. Coole Sache, du.
Was machen wir jetzt? Hey! Okay, komm, hab ich meine Intelligenz behalten? Ich habe meine Intelligenz immerhin behalten, alles cool. Wir sind beim zweiten Tag. Alles ist in Ordnung. Oh mein Gott. Dann gehen wir doch einfach nochmal hierher. Alter, was ein langer Weg. Oder ich habe ihn mir lang gemacht, ne? Ja. Bin schon da. Die Türen einfach mal zugehen. Okay, abends gehen die Türen sehr früh zu. Das muss man sich einfach merken. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Ich glaube, wir müssen einen Job antreten. Ich glaube, es ist nicht so leicht wie bei der Xbox. Ich glaube, hier an Stuff ranzukommen wird schwer. So, und ich denke mal, wir haben alles verloren, ne? Ich denke mal, wir haben alles verloren. Ja, aber ja, klar. Dann gebe ich mir mein Toilettenpapier. Nur mit Toilettenpapier. Und dann gehen wir halt mal essen. So ein Scheiß, ich ärgere mich jetzt richtig darüber. Naja, gut. Es war der erste Tag. Wie immer, wir machen 2 Tage, Freunde. Und dann speichern die wir ab und dann geht's in die nächste Folge. Ich glaube, der steckt fest, oder? Ich glaube, Frosty steckt fest. Was hast du denn für Aufträge für mich? Sorry, Niklas, ich... Ich glaube, ich muss näher ran an ihn. Ach, du. Wie nehme ich Aufträge an? Ja, gute Frage. Ich kann ihn verprügeln. Ach. Eine Zahnbürste. Aha. Zahnbürste kriegst du. Kein Problem. So funktioniert das Ganze also. Okay, das Magazin von Creeper MC wieder erhalten. Das kriegen wir auch hin. Moin Moin Fallout Boy! So. Was hast du für mich? Snox! Bleiben Sie stehen, Snox! Nee. Ich möchte derzeit lieber ein bisschen anonym bleiben bei den Wärtern. Passt das schon? Wir müssen uns auf jeden Fall eine Waffe bauen. Eine Waffe ist ganz wichtig. Und wer liegt da? Ach, Herr Rosso schon wieder. Mann, was ist denn los mit dir? Immer nur am Prügeln. Kann dich auch grabben, ne? Ich kann dich bestimmt grabben. Ja, ich kann dich. Da liegt noch ein zweiter. Ups, sorry. Jawoll. Und das hier nehme ich dir auch weg. Das kann ich als Waffe benutzen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Komm, du oder ich? Ich. War nichts, alles cool. Alles cool. Ich muss mich an das Ganze erstmal gewöhnen hier, Alter. So. Jetzt kommen wir rein. Wir haben jetzt schon mal einen Spachtel, damit können wir einiges anfangen. Gibt es hier irgendwo einen Safe Point, wo wir graben können? Ob hier jeweils jemand reinkommt? Kommt hier jemals jemand rein? Ansonsten könnte man sich hier buddeln oder so, ne? Irgendwas Raffiniertes machen. Es wäre schon cool, wenn wir da hinkommen könnten. Das würde mich freuen. Intelligenz ist nie verkehrt. Stimmt, wir wollten gucken, wie wir die Waffen anbringen bei uns, ne? Anscheinend kommt hier keiner vorbei. Das hier ist eine große Schwachstelle hier. Das hier ist eine große Schwachstelle. Entweder hat er das nicht mit bedacht, oder das hier wird unsere Basis. So, da bin ich wieder. Ach Gott, hui. Donation und Boris Cat, das ist gut. Ich brauche unbedingt noch einen illegalen Beutel, aber an den irgendwie ranzukommen ist sehr schwer. Ich will handeln.
Stepladder. Ah, Trittleiter brauchen wir nicht. Hammer ist natürlich cool. Tube of Super Clue. Also die Wärter sind auf jeden Fall sehr viel damit beschäftigt, die Kabinen zu untersuchen. Das heißt, unten beim PC-Raum ist nicht viel los. Ich weiß nicht genau, wer da alles vorbeikommen könnte. Was wir theoretisch machen können, ist auf jeden Fall nicht da reingehen, sondern hier rein. Unserem Kollegen die Sachen klauen. Ich glaube, wir haben noch mehr gebraucht dafür, ne? Ups. Crafting. War das so oder war das so? Ah, Bad Dummy. Kann mich sogar noch erinnern. Cool. Okay, ich kann es nicht wieder drauflegen. Egal. Kann ich so wie loswerden? Ja. Und einfach hinwerfen. Aber ich kann doch bestimmt hier hingehen. Nein. Gut, scheiß drauf. Kein Schwein braucht das Zeug. Hier, komm, weg damit. So. Schon mal ein Anfang, Freunde. Es könnte definitiv schwerer werden. Wer zur Hölle hat mich hier gesehen? Ach, der Typ. Oh, ich hab doch nichts gemacht. Ich hab Zahnpasta. Nein, lass mich. Ich hab gerade Zahnpasta gefunden. Yay. Gut, das legen wir ab, weil das illegal ist. Ich brauche unbedingt einen illegalen Beutel. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss sagen, das Laufen war auf der Xbox definitiv leichter, weil man nicht überall dran hängen geblieben ist. Ja, dann schlag mich zusammen, komm. Na gut. Zeit zum Essen gehen. Aber hier ist komplett Stillstand. Hier kommt keine Sau hin, Freunde. Das wird unser Platz. Von hier aus. Ich würde sagen, wir reißen die Mauer am besten ein. Sicher ist sicher. Dafür brauchen wir erstmal Stuff. Ich glaube, an diesen Stuff kommt man nur sehr schwer ran. So. Jemand wollte Zahnpasta. Ich muss mal kurz nach Hause. Ich komme gleich wieder. Ich bin gleich da. Mann. Dreh mal nicht am Rad hier. So, Zahnpasta. Warte. Wollte eine Zahnbürste? Er wollte eine Zahnbürste haben, ne? Fuck. Zahnpasta. Nein. Ja, Gott, nein. Nein, jetzt schlagen sie mich zusammen. Okay, sie tun es nicht. Nochmal Glück gehabt. Alles wird gut. So, ich kann hier problemlos trainieren, weil ich zwei Finger benutze. Und somit das Ganze richtig schnell aufladen kann. Das ist cool. So, wir haben schon mal den Plan aufgestellt. Das heißt, unsere Geheimbasis läuft. Von da aus werden wir uns überall hingraben. Und womöglich auch rausgraben. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, den Schatz zu bergen. Was auch immer da drin ist, man kann es gebrauchen. Und vor allem, genau. Ich kann mich doch einfach, wenn ich hier runtergehe. Na, das ist unsere Geheimbasis, ne? Ich könnte mich da reinbuddeln. Das wäre definitiv möglich. Ich bin noch da. 63%, Alter. Ich brauch Zahnpasta. Oder was? Zahnpasta? Zahnbürste, ne? Zahnbürste. Ach, das war falsch hier. Komm. Ja, Zahnbürste. Mist. Und Magazin von Creeper MC. Weiß nicht, ob wir ihn zusammenschlagen sollten. Offensichtlich nicht. Okay, Freizeit. Das Problem bei dieser Freizeit ist, wenn ich an der falschen Stelle bin, zum Beispiel in meiner Geheimbasis da links, und die Freizeit vorbei ist, dann schließen sich einfach die Türen. Und das ist fies. So, erstmal geklaut den King Julian. Was zum Teufel?
Glasschad? Das ist neu. Und dann klauen wir uns nochmal kurz den Tobi. So, Tobi Crowboy. Nein, ich wollte dich gerade klauen. Oh, komm, hier willst du haben. Bitteschön. Ich weiß nicht, was das soll. Glasschad. Nie von gehört. Noch Folie. Ups. Heute bei Wir übertreiben es. Zwei Werte auf einmal. Bei mir drinne. Du kriegst auch keine neuen Sachen, ne? Kann das sein, dass keiner von denen irgendwie Sachen hat, dass ich mir sie fair und ehrlich verdienen muss mit Arbeit? Ist das möglich? Nein, ja, da ist doch ein Magazin drin. Ah, Fallout Boy. So, Chris Taylor. Shit, wurde gesehen. Auch nichts. Hör auf, mich zusammenzuschlagen. Na komm. Ah. Das kann gut sein, Aiden. Das kann gut sein. Nichtsdestotrotz haben wir ein Problem. Ich glaube, es ist definitiv sehr schwer, hier voranzukommen. Weil wir nicht so viele Möglichkeiten haben, an Stuff zu kommen. Und wenn, dann haben die nichts. Du kommst doch gerade schon von hier, Bugsby. Könnt ihr euch mal verziehen? Dankeschön, Alter. Auch mal meinen Job machen. So, Boris. Gib mir dein Stuff. Oh Gott, da kommt der nächste Wärter. Eine Socke, ey. Was habt ihr alles für Scheiße hier drinne? Cup. Weiß nicht. Läuft heute noch nicht. Das läuft heute noch nicht, Freunde. Oh Gott. Nein! Bin weg. Okay. Wir brauchen einen Job. Wir werden uns morgen für einen Job anmelden müssen. Und ich will auf jeden Fall in die Metallwerkstatt. Oh, Freunde, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir hier rauskommen können derzeit. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass man hier einfach rauskommt. Aber die Utensilien zu bekommen, das ist die andere Herausforderung. Also was ich machen kann, ich kann auf jeden Fall ganz problemlos Heroso beklauen. Nein, 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 so nicht. Okay, das ist kein Problem. Officer Frosty? Cool. Endlich können wir mal mit Grund einen Wärter zusammenschlagen. Sonst hatten wir ja keinen Grund, Wärter zusammenzuschlagen. Haben es natürlich selbst dann noch getan, aber naja. Also ich hätte im Leben nicht gedacht, dass die PC-Version so schwer ist. Ich weiß nicht, ob es... Ah, so, ich wollte schon sagen, ich kann nicht raus. Ich weiß nicht, ob es an der PC-Version liegt oder an diesem Gefängnis, aber hier sind sehr wenig Sachen drin. Bibi, was machst du da? Die sehen mich. Die sehen mich durch... Was? Nein, Herr Rosso, nein, ich hab dir nichts getan. Wir haben mich zusammengeschlagen, hat, weil ich seinen Schreibtisch untersucht habe. Das ist doch fallen. Dankeschön. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Okay, von hier aus merkt er es nicht. Nein, er merkt es! Er merkt es! Nein! Okay, ich gehe mal schlafen. Okay. Okay, Freunde. Er mag es nicht, wenn ich seinen Schreibtisch durchwühle. In der Xbox-Version konnte ich einen Schreibtisch durchwühlen, ohne dass er aufgewacht ist. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Nach diesem anstrengenden Tag werden wir morgen den nächsten Versuch unternehmen. In diesem Sinne, haut rein.
euer Serum. Tschüss.